Und herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von Stardew Valley. Detektiv Lukas ist wieder unterwegs. Morgen wird es schneien, vermute ich mal. Morgen scheint die Sonne. Ich bin guter Detektiv. Bereit. Ja. Der Chat ist auch bereit. Und Katja ist müde. Aber sie liebt es. Okay. Ah, Popcorn. Ja, genießt es. Gut. Ja, jetzt als erstes gehe ich, glaube ich, zu den Tieren. So. Okay, da habe ich einiges. Ziegenkäse. Nein, hier. So. Das Problem ist, ich habe jetzt zu viel Milch. Oh. 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 Ja. Tut mir leid. Ciao. Da habe ich wieder mal was vergessen. Schade. Kann ich da... Ja, Milch wird da nicht reingehen, ne? Brauche ich ja 5. Ja. Ja, ich weiß. Ich bin ein Monster. Weil ich meine Tiere verhungern lasse. Im Winter werden sie frieren. Ah, sehr schlimm. Ah. Oh, das hätte ich verkaufen können gestern. Okay. Dann gehen wir jetzt gleich einkaufen. Ist jetzt... Ich will die Bäume hier jetzt noch fällen. Weil es noch nicht Zeit. So. Nehme ich auch noch mit. Und dann kann ich hoffentlich was kaufen, was für die Tiere gut ist. So ein bisschen gut. Eine Heizung. Oder habe ich sie gefüttert? Und die Heizung ist das Problem? Kann auch sein. Hm. Und wieso ist das hier so teuer? Hm. Aber jetzt bekommen die eine Heizung. Die installiere ich und dann passt das. Ah. Ja, die frieren sich gerade den Federpopo ab. Hier, zuerst ihr. Ihr im Luxusstall. Ja. So. Wo stelle ich euch denn hin? Hier dazwischen? Seid ihr jetzt glücklich? Ich hoffe es. Okay. Katze ist hier. Was hier gerade? Ah, das ist mit dem Tintenfisch. Genau. Finde die Notiz des... Ach so. Ja, das mit der Schädelhöhle werde ich angehen, sobald ich Geld habe. Das reicht jetzt zum Beispiel gar nicht. Ich mache mal ein bisschen Kupfer. Kupferbarren. Weil wir haben ja viele verbraucht. Nein. Okay.
dann brauche ich Früchte irgendwie. Sehr viele. Ich habe ein bisschen zu viele gebaut da oben, oder? Und vielleicht so eine Karotte wäre toll. So eine Schneekarotte. Ich sag halt dazu Schneekarotte, weil es so aussieht. Ja, das hier nehme ich mal mit. Das, kann ich das so trocknen, wenn ich davon genug habe? Da ist noch so ein Ding. Die haben wahrscheinlich dann alles unterschiedliche Qualitäten. So, hier. Kupfer. Sonst eine Blume. Brauche ich eigentlich nicht. Aber nehme ich mit. Hier drüben ist auch nichts, oder? Nein. Hier scheint nichts zu sein. Okay. Dann gehe ich unten lang. Ich sollte doch irgendwo so eine Karotte finden. Oder kommt das so spät erst? Brauchen die ein Weilchen, bis die wachsen? Da sind Würmer. Die gönne ich mir. Das ist nur so ein Ding. Die kann ich doch so finden, oder? Die Karotten. Nur Obst. Ah, okay. Kann ich in den Trockner... Gebe ich mal die Blume ab. Okay. Die kann ich so finden. Die sind aber jetzt gerade nicht sehr auffällig. Das ist ein Buch, das ist gut. Vielleicht am Strand. Da wahrscheinlich eher, oder? Lehm. Oder wenn ich Glück habe, im Müll. Habt ihr Feierabend? Ja, brauche ich nicht. Ja, lernt was über das Wasser. Fallt nicht hinein, sonst muss der Bürgermeister euch retten. Ich mag kein kaltes Wasser. Hier ist aber auch gar nichts. Ja, schön. Ist irgendwas in diesem Dorf? Nee. So, jetzt gehe ich noch rüber. Und dann gebe ich auf. Dann mache ich was anderes. Dann fälle ich ein paar Bäume. Oder Hartholz. Brauche ich auch noch. Oh, hier. Müsli-Riegel. Ja, das ist ultra praktisch. Okay. Gehen wir den großen Umweg. Ah, Levis. Du hier? Was er wohl macht. Wieder überprüfen, ob der Laden richtig läuft, ne? Da drüben könnte... Hier könnte ja was sein. Karotte.
Hier irgendwo? Nein. Rein gar nichts. Autsch. Nimm doch. Autsch. Greift mich doch nicht immer an. Bisschen Hartholz. Also ich könnte sehr leicht jetzt den Stall bauen. Für das Pferd. Es fehlt nur noch das Geld. Gibt es im Boden? Also ich muss das wirklich graben, oder was? Hm. Wahrscheinlich an einem besseren Ort? Hier drüben vielleicht. Aber die gibt es doch auch über der Erde. Achso, Würmer. Immer nur Würmer? Okay. Dann hatte ich bis jetzt nur Pech mit Würmern. Das sind aber auch sehr wenige. Hier ist zum Beispiel gar nichts. Kriege ich auch von Monstern diese Karotten. Glaube ich. Eine geringe Drop-Chance. Ja, okay, hier ist gar nichts. Ich bin jetzt den ganzen Tag nur blöd rumgelaufen. Weg mit dem Baum, jetzt bin ich sauer. Okay. Holz habe ich jetzt mittlerweile auch genug. Ah. Weg mit dir. Das sehe ich alles Lager. So. Gut. Da pflanze ich gleich noch weitere. Habe ich noch was anderes? Da. Ich habe eine Notiz. Wo habe ich die denn gefunden? Mein lieber Enkelkind, wenn du diese Nachricht findest, wirst du wohl schon eine ganze Weile im Tal leben. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich fühle mich geehrt, dass du die Familientradition der Landwirtschaft fortführst und durch diese Ideale unter was? Unterfangen mehr Leben und Überfluss in das ganze Sternental bringst. Ein Ort, der mir sehr an nach weiter so, mach weiter so. PS, ich habe irgendwo im Tal ein ganz besonderes Geheimnis für dich versteckt. Okay, du könntest es als ein Kompendium meiner größten Entdeckungen betrachten. Eines Tages, wenn du bereit bist, wirst du es finden. Okay, es gibt keinen Hinweis drauf. Irgendwo ist ein Geheimnis. Ich weiß nur nicht wo. Okay, da war ein bisschen Holz. Aber jetzt kann ich die Blumen ja verkaufen, oder? Die
verkaufe ich? Das brauche ich auch nicht. Nö. Die Tür unten im Zunderwald? Hä? Was für eine Tür? Okay. Verstehe ich gerade nicht. Wird aber irgendwann aufgelöst werden. So, das gebe ich ab. Ach, da? Okay, aber das kann ich ja noch nicht öffnen. Das dauert also noch. Okay, das gebe ich ab. Das. Geht. Na, das. Das geht nicht, ne? Nein. Nur Früchte. Habe ich alle Weintrauben verbraucht? Schade. Okay. Ich habe sonst keine Früchte. Mist. Ich schau mal kurz in die Fledermaushöhle. Weil da wären theoretisch Früchte, aber ich brauche halt 5 Stück von einer Sorte, ne? Das ist schwierig. Ja, gut. Das reicht vorne und hinten nicht. Okay. Gehen wir ins Bett? Ja. Das, das. Käse gebe ich noch ab. Ja, brauche ich nicht. Hm. 2000. Ja, komm. Ab ins Bett. Luna, ich komme. Jetzt habe ich nicht viel verdient, oder? Hm, knapp 5000. Geht. Aber wo kriege ich jetzt Früchte her? Hm. Oh ja, oh ja. Okay, das gibt es auch im Winter. Das ist sehr gut. Das heißt, ich bekomme dann noch mehr davon. Oh ja. Das heißt, wir bauen gleich. Oh. Das war das, das. Was fehlt noch? Nichts. Ja, wieder. Den Saft. Den hätte ich nicht verbrauchen sollen, oder? Oder habe ich den abgegeben letztens? Bin mir gar nicht so sicher. So. 10 Hopfen als Frucht? Nee. Okay. Zu den Tierchen. Wie geht's euch? Ja. Seid ihr heute mindestens glücklich? Ja. Freut mich. Die Heizung strahlt ohne Ende. Hä? Wieso kann ich da... So, jetzt. Gut.
Eier? Was macht Katze da unten? Gleich vor mir da? Da so. okay. So. Das habe ich. Und jetzt noch die Kühe. Da bräuchte ich jetzt auch ein bisschen was. Habe ich dafür genug Ressourcen? Weil Hartholz habe ich ja. Was brauche ich denn dafür? Kupfer. Stein und Hartholz. Ja, das ginge. Ich muss nur ein bisschen Kupfer einschmelzen. Hm. Habe ich das hier? Perfekt. Dann... Was fehlt mir noch? Hartholz. Da. Da habe ich jede Menge davon. Zwei Stück. Perfekt. Schön. So muss das laufen. Das kommt hier rein. Das kommt hier rein. Und das kommt... Das ist falsch. Das kommt hier rein. Den Rest verkaufe ich dann. Ich schaue nach oben kurz nach. Da könnten noch weitere fertig sein, ne? Und vielleicht eine Karotte. Eine süße kleine Karotte. Wäre toll. Irgendwo. Ist mir egal wo. Hier sind nicht mal Würmer. Hier oben. Ich will halt nur die eine Karotte. Das ist so schwer. Okay. Sagt alle Ding Ding, wenn ihr eine Karotte seht. Würmer. Weil die verstecken Karotten. Ich bin jetzt, glaube ich, ein bisschen zu versessen auf die Karotte, ne? Also die Kartoffel. Die Winterkartoffel da. Schneekartoffel? Wie heißt die nochmal? Lustig wäre es, wenn ich sie einfach so finden würde. So. Bisschen Lehm. Schadet auch nicht. Süßkartoffel. Oh, Abigail. Hi, wie geht's dir denn? Ein weiteres Jahr ist fast vorbei. Ja, hast du recht. Ah, hier drüben war nichts. Nö. Schade. Marmelade. Und heute sind nicht mal Würmer in der Gegend. Habe ich alle Würmer ausgerottet?
Ich habe ein bisschen Geld, das reicht aber nicht für das, was ich möchte. Da ist eine Blume, schön am Grab. Ah, die kann ich nicht abreißen. Den Bildmodus ein. Danke. Habe ich komplett vergessen. So, den Wimmelbildmodus wurde aktiviert. Ah, kurz mal scannen hier. Nö. Ah, hier Würmer. Im Wimmelbildmodus. Nö. Ich sehe gar nichts. Okay, die Suche beginnt. Wo sind Würmer? Das funktioniert hier halt am besten. Da unten sind Fische. Okay, ich gehe ganz kurz darüber. Und dann geht's nach unten. Da ist Gras. Das sind Würmer. Ding, 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 ding. Das sind Würmer. Ja! Karotte! Erledigt. Jetzt will ich noch wissen, was das da ist. Oh, ist das? Was? Pulmasamen? Schau ich gleich nach. Ich gehe hier jetzt noch raus. Aber ja, wir haben's. Wir haben die Karotte. Ah, das heißt, ich kann jetzt wieder kurz. Sorry. Hundertdreißig hatte ich, oder? Ja, Karotte. Lekani, die Heldin, ja, da wohl. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Ah, das war eine gute Idee. Und das wird jetzt sowas von schnell abgegeben. Katzi? Was machst du denn hier? Schläfst du? Du weißt schon, im Schnee schlafen kann gefährlich sein. Gehst du bitte nach Hause? Ich mache mir Sorgen. Katzi? Kann verstehen. War zu anstrengend. Der Gedanke, nach Hause zu gehen, war zu heftig. Okay, Karotte wird abgeliefert. Ah. Hier ist nochmal. Und wir könnten auch theoretisch die 5000 abgeben. Und ist das jetzt eigentlich eine Winterfrucht? Das Ding da? Samen, die besondere Melonen wächst im Winter. Es dauert 7 Tage. Oh Gott, ist das gut. Oh ja, die müssen wir sofort pflanzen. Dann. Okay. Okay, war ja krass, die Katze dreht durch. Reacted, ah. Okay. War das hier? Ja, hier. Brückenreparatur. Was kriege ich dafür? Eine
Auswahl verschiedener wilder Wintersorte. Okay, das hätte ich eigentlich früh gebraucht, aber gut. Ja! Fertig! Los geht's, Jungs! Arbeiten! Dieses Haus steht jetzt jahrelang. Die Bäume sind... Ja, sorry, habe ich nicht schnell genug gelesen. Ja, fertig! Kinderspielzimmer! Ja! Hä? Solltest du... Ah, ja. Stern! Stern! Bring den Stern! Schnell! Stern, 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 Stern. Ja, ich liebe es. Na? Ja! Komm mit! Wir erleben jetzt große Abenteuer, du und ich. Kommst du mit? Das wäre so cool, wenn die mitkommen würden. Also das würde ich so feiern. Wieso haben sie das nicht so reingepatcht? So, dass die einfach nur mitlaufen. Ja, da brauche ich vielleicht nur noch der Käse. Ah, schön. Kommst du mit? Abenteuer! Ah, oh, der Käse. Schade. Okay. Das heißt, ich kann jetzt im Winter doch pflanzen? Aber ich kann die ja nicht kaufen. Habe ich einen Replikator? Oder wie sieht der aus? Ich weiß gar nicht mehr, wie der aussieht. Wo ich Saat herstellen kann. Habe ich noch nicht, ne? Hm. Okay. Aber die werden jetzt sowas von gepflanzt. Weil das halt alles Geld. Und ich habe den Platz dafür. Saatmaschine, ja. Da. Sofort produzieren hier. Wenn ich im Winter schon was machen kann. Ja, das ist jetzt halt gar nichts. Und die Wintersaat. Pflanze ich hier auch gleich. So. Okay, hier. So. Okay. Geht sich das aus? Ja. Hm. Mach ich hier hin. Okay, das ist schon mal gut. Das ist sehr gut. Kann ich Wintersaat herstellen? Wilde Saat. Hm, okay. Wintersaat. Oh, das heißt, ich könnte... Aber kommt da dann mehr raus, wenn ich da jedes Mal... Okay, das sind dann 10 Stück bei einmal. Das, okay. Das heißt, ich, im Winter kann ich jetzt durchproduzieren. Hätte ich früher wahrscheinlich auch machen können. Okay. Das verkaufe ich. Wie sieht's hier aus? Auch. Okay. Das verkaufe ich. Ja, komm. Weg damit. Ist jetzt nicht so wichtig. Gut. Dann würde ich sagen. War's das? Wettervorhersage, sonnig morgen. War heute glücklich? Ja. Ja, schön. Landwirtschaft. Ja, und das steht noch vor uns, Leute. Tintenfisch angeln. Gut.
Luna, es war ein spannender Tag heute. Du warst heute richtig müde. Let's go. Und Leute, seht ihr das? Wir haben die Brücke repariert. Oder sie tanzen einfach nur und irgendjemand repariert die Tür. Die Brücke. Das ist nicht allzu viel. Und ich habe vergessen, Geld zu investieren. Das wollte ich eigentlich machen. Okay. Fast 10.000. Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, Luki macht Blödsinn. Hier unten seht ihr die Livestream-Termine und die Glocke, bitte. Das würde mich sehr freuen. Dann verpasst ihr keine Folgen mehr. Hab euch lieb. Ciao, ciao.